Energieembargo gegen Russland? Ja. Aber wenn es an die eigenen Opfer geht, zeigt sich die Hälfte der Deutschen eher zurückhaltend. Das hat jetzt eine Spiegel-Umfrage ergeben. Rund 50% der Befragten möchten persönliche Einbußen im Alltag hinnehmen, um einen Lieferstopp von Öl und Gas aus Russland zu ermöglichen. Demgegenüber stehen allerdings 44%, die das ablehnen, etwa ein Drittel sogar strikt. Geht's ums Geld, sind mehr als 40% bereit, maximal 500 Euro pro Jahr draufzuzahlen. Und kalt duschen? Das nimmt nur jeder Zehnte in Kauf. Immerhin können sich über zwei Drittel ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen vorstellen und langfristig weniger zu heizen, auch im Winter. Auffällig? Mehr Männer als Frauen sind bereit für den Verzicht. Für die Umfrage wurden rund 5000 Bürgerinnen und Bürger befragt.